Und das passiert im heutigen Video. Oh, er schreibt Hi Any Art. Ja, okay, das erklärt einiges. Das, okay, er kennt mich wahrscheinlich. Deine Videos sind blöd. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Was kann es Schlimmeres geben als Toxic-Spieler im 1 vs. 1? Ich sag's euch, toxische Zuschauer im 1 vs. 1. Und zwar genau so einen treffen wir heute. Oh ja. Und heute ganz wichtig, bleibt super gerne bis zum Ende des Videos dran. Denn im November wird mein Kanal hier 10 Jahre alt. Und aus diesem Anlass möchte ich ganz gerne ein altes Format wiederbeleben. Seid gespannt und schaut das Video bis zum Ende an. Und schau dir auch gerne mein Placement an, denn unter anderem durch Placements kann ich das Ganze hier finanzieren und jeden Tag für euch eine Folge hochladen. Kaufe also gerne mit dem Code ANYART bei Errol.exchange, Items, Credits, Autos, Drops, whatever. Und genau so kaufst du dort ein. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code ANYART nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderungen auf dem Bildschirm. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Wie heißt der? Ich heiße Rein. okay, ja, mal gucken, wer von uns reinscheißen wird. Aber cool, okay, diesen Wortwitz, diesen Namenswitz kennt man natürlich. Ist ja jetzt, also wirklich nichts Neues, aber er ist ein Deutscher zumindest. Habe ich auch selten, dass ich mal eine Runde Once spiele gegen einen Deutschen. Oh, dass ich ein Ariel mit einem Flip Reset. Oh, oh, also okay, sowas darfst du eigentlich nicht machen in Once, weil der Ball jetzt auch drin sein wird. Aber ganz ehrlich, wenn ich den Double Flip Reset schaffe, dann jubelt hier jeder. Es wäre aber ein geiler Double gewesen, wenn ich die bekommen hätte. Ach, schade, Mann. Schade, dass ich nicht so gut bin in Once oder in Aerials. Aber das war schon geil. Er schreibt nicht mal einen Flip Reset schaffst du. Okay. Er ist Deutscher. Das wissen wir jetzt schon mal. Das finde ich cool. Aber Junge, was... Warum musst du denn mein Gameplay bewerten? Also, sei doch froh, wenn du ein Tor bekommst. Mach doch keinen dummen Spruch dabei. Aber warum schreibt er Deutsch? Kennt er mich vielleicht oder so? Also, ich bin mir nicht genau sicher, aber warum denkst du, ich bin Deutscher und schreibst Deutsch? Oh, er schreibt Hi Any Art. Ja, okay, das erklärt einiges. Das, okay, er kennt mich wahrscheinlich. Deine Videos sind blöd. Mhm, ja, finde ich cool. Dankeschön. Okay. Also... Wir haben hier anscheinend jemanden, der mich kennt. Ja. Auch das war eigentlich eine geile Aktion. Ich spiele in dieser Runde recht clean von den Aerials her. Ich finde, das ist schon... der Ball ist noch nicht drin, oder? Toll. Super. Doch, der Ball ist drin. Ich muss aber sagen, ich finde, ich spiele recht clean von den Aerials her heute. Im Offensivspiel. Das klappt ganz gut gerade. Ich schreibe mal einfach okay geil zurück zu seinem dummen Spruch. Deine Videos sind blöd. Ja, danke schön. Also, juckt mich recht wenig. Du musst ja nicht gucken. Weiß ich nicht. Gibt ja noch andere Content-Creator, die Content hochladen. Das ist ja, ne, also von daher gerne woanders hin verziehen. Super okay. Okay, da war jetzt nicht so clean, aber die Decke halt. Wenn Decke mit im Spiel ist, ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ich mag Decke einfach nicht, weil dann habe ich immer sofort Probleme. Ja, weil erstmal annehmen irgendwie. Jetzt vielleicht draufbängen, aber vielleicht ein bisschen höher wäre angebrachter gewesen. Wir können ihn mal kurz zerstören. Das kann ich immer noch am besten. Einmal kurz hochflippen oder flicken. Ich weiß nie genau, wann man was sagt. Flicken ist, glaube ich, wenn du einen Ball dabei erwischst. Und flippen ist, wenn du ohne Ball, ne? Und so, ich glaube irgendwie schon. Ja. Aber ich habe gerade so ein bisschen Momentum. Ich komme hier gut klar. Ich mache das recht angenehm. Wir sind hier halt, by the way, auf Diamond 2 Niveau in den Einrank-Spielen bei Once. Aber ich habe versagt. Das ist aber auch schlecht. Also das war eine schlechte Annahme. Ich wollte eigentlich den Ball annehmen, aber ich drehe mich dann hier so ganz komisch, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Das war so ein ganz komischer Dreh. Niemals im Leben bist du GC, okay? Ja, niemals im Leben hast du GV, lieber ich scheiß rein. Ja, GV wirst du niemals haben, also Geschlechtsverkehr. Aber GC bin ich wirklich nicht, weil ich bin Diamond 2 in Once. Also bitte nicht auf meinen Rang schließen, wenn ich in Choose Grand Champion bin, was ich ja faktisch auch, naja, gerade aktuell nicht mehr, wegen neuer Season. Aber letzte Season, aber ich bin halt nicht, also ich bin Grand Champion, aber ich sehe mich halt nicht als den Vorzeige Grand Champion Spieler, vor allem nicht in Once. Da bin ich nur Diamond 2, ein ganz kleiner Bub, so wie viele hier und das ist halt auch okay. Und von daher, ja. Aber gut,
Er kann ja gerne von sich selber denken, was er möchte. Und wenn du jetzt einen Grand Champion schlagen solltest, also mich als Vorzeige-Grand Champion, supergeil. Dann kannst du das quasi ausdrucken, den Sieg, an die Wand pinnen, über deine Mario Basler-Poster und dann passt das schon irgendwie. Das ist ganz, ganz cool. So, ja, ansonsten, wir brauchen noch 2 Tore gegen diesen, na, ich will ihn schon toxisch nennen, weiß ich nicht, Ball ist drin. Hast du aber nicht gut gehalten, den Ball, ne? Das hättest du auch, glaube ich, besser machen können. Ich schreibe ihm auch, bin auch nur Diamond 2, so wie du. Also, ja, weiß ich nicht. Es ist, ich finde das ein bisschen lame manchmal von Leuten, irgendwie, weiß ich nicht, immer so auch so ein Trash-Talk anzufangen. Spiel doch einfach Once. Mach doch einfach. Ist doch scheißegal, wen du vor dir hast, wer der Gegner ist, ob der gut oder ob der schlecht ist, ob der Grand Champion, ob der Tooth, Diamond ist in Tooth oder in Once. Vollkommen egal. Spiel doch einfach und halt deine Fresse. Das würde vielen Leuten ein bisschen gefallen. Aber mir gefällt es ja auch, weil somit habe ich halt auch wieder Content. Und ich liebe ja Content. Und ich brauche ja auch Content. Vor allem halt im toxischen Bereich. Und den Ball hätte er auch natürlich halten können. Das war auch, also defensiv ist der Kollege echt nicht gut. Der ist verbal, ist der King. Verbal ist der super geil. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Warte mal. Ja, ich wusste nicht genau, soll ich da raufgehen oder nicht? Und ich wollte gerade wieder irgendeinen Satz beginnen. Und da war mir irgendwie so klar, okay, was machst du jetzt? Bleibst du jetzt hinten stehen? Gehst du nach vorne? Und ja, keine Ahnung. Also, ja, schwierig. Er schreibt, wow, haha. Weil ich den Ball nicht halte oder was? Weil ich defensiv genauso scheiße bin wie du? Vielleicht? Liegt's daran? Oh, er bumpt mich von hinten. Und macht den Ball? Ah, nicht rein, schade. Wir brauchen noch ein Tor. Also so langsam aber sicher will ich unbedingt gewinnen, diese Runde gegen ihn. Es wäre mir ein inneres Zuckerschlecken, wenn ich das schaffen könnte. Vielleicht mal ein Dribbling, aber den Ball bekomme ich nicht richtig hoch. Das war auch schlecht, aber Ball ist noch gut. Das war auch schlecht, Ball ist immer noch gut für mich. Einmal rüberspielen, Big Boost snacken. Hat er aber vielleicht first den Ball? Nee, ich kann da früher drauf gehen. Ja, interessanter Turn von mir, jetzt nach oben. Ist aber nicht drin, der Ball. Ja, ihr merkt, ich werde so ein bisschen... Das habe ich ganz oft, ne? Je weniger Zeit ich habe, desto eher werde ich so ein bisschen nervös. Aber guck mal hier. Ach ja, schön. Ja, er schreibt, wow. Ja, ich musste dich da wegbumpen. Tut mir lieber leid. Ich konnte mal mit, ich kann nur bumpen. Da bin ich gut drin. Ja, also ein Flip-Reset schaffe ich nicht, lieber Kollege. Aber bumpen, knack, da bin ich ein Profi drin. Und viele von euch, echt crazy, haben mir geschrieben im letzten Once Toxic Video Dingensbummens, dass ich deren Meinung oft bumpe. Ich habe euch ja gefragt, bumpe ich zu häufig? Oh, Entschuldigung für den Bump. Ihr habt geschrieben, ja. Also viele von euch haben geschrieben, ja, ich finde schon, du bumpst sehr viel. Und das freut mich. Das ist ein Kompliment für mich. Weil ich liebe es zu bumpen. Es gibt für mich nichts Schöneres, als abends ins Bett zu gehen und zu sagen, ach, heute wieder 10 weggebumpt. Wirklich, Kollege, kommst du mal raus? Ich will ihn gerne umspielen, aber naja, irgendwie, naja, weiß ich nicht, klappt das nicht so ganz. Nee, also wirklich, es gibt nichts Schöneres nämlich als ein Bump. Jedes Aerial-Tor ist ein Witz dagegen, aber so ein schöner Bump und dann ein Tor zu machen, Liebe. Ha! Ich dachte, ich kann vielleicht jetzt nochmal ein Flip-Reset raushauen. Am Anfang hat es nicht funktioniert, aber jetzt wäre das ja unfassbar geil gewesen. Sorry für den wiederholten Bump. Tut mir voll leid. Also ihr merkt schon, irgendwann fange ich auch mal an, ne? Der Ball ist zu lasch. Nicht drin, schade. Oh, nicht nochmal bumpen. Das wäre dann, glaube ich, einmal zu viel. Aber juckt mich ja nicht. Zu wenig Boost von Ariel. Oh, das wäre aber so schön gewesen, wenn ich jetzt mit einem Flip-Reset nochmal irgendwie das Ding rumreißen würde. Dann könnte ich richtig geil sagen, so, ja, guck mal hier, ich kann doch ein Flip-Reset. Das wäre schön gewesen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Der Ball ist nicht drin. Aber man merkt, er hat ein bisschen Angst gerade, weil ich auch sehr, sehr clean spiele gerade und sehr, sehr auf, auf Bumpy und irgendwie halt, ich mache das nicht schlecht gerade. Aber jetzt fahre ich ein bisschen, ja, da war ich ein bisschen zu weit weg. Das war nicht gut gemacht von mir. Hier turnen wir erstmal. Wir gucken, wo er ist. Er ist weg. Wir gehen rauf. Jetzt nochmal ein Aerial. Ah, nein, ich darf es aber nicht machen. Ich darf jetzt... Ich würde so gerne nochmal einen Flip-Reset versuchen, aber okay, den bekomme ich hier nicht hin. Ich würde so gerne. Aber
wenn der... Guter Schuss, schreibt er, alles klar. Aber wenn der halt dann nicht drin ist und der irgendwie blöd abprallt von der Bande, bin ich eben open. Und das darf ich halt eben auch nicht sein. Deswegen nur safe Sachen machen am besten. So. Aber sollte ich den Ball gleich reinmachen, dann gehe ich davon aus, dass ein guter Schuss darauf gemünzt war. Und zwar da drauf. Guter Schuss. Ja, danke. Ich schreibe auch danke. Dankeschön für den guten Schuss. Der war auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja. Wir gewinnen die Runde gegen einen deutschen toxischen Spieler. Und er schreibt, mein Controller spackt. Ja. Ich hoffe, du deabonnierst mich jetzt nicht. Lieber ich scheiße rein. Es tut mir wirklich mega leid. Aber ich bin nun mal ein Grand Champion. Ich habe aber jetzt noch eine kleine krasse Ankündigung für euch. Und zwar wird mein Kanal im November 10 Jahre alt. Seit November 2012 mache ich YouTube-Videos. Und meine Anfänge habe ich mit Horrorspielen gemacht. Aus diesem Anlass möchte ich ab jetzt gerne wöchentlich ein Horrorspiel hochladen. Heißt ein komplettes Spiel, was 2, 3, 4 Stunden geht, in ein Video zusammenschneiden. Und damit fange ich am Samstag an. Ich würde mich daher mega freuen, wenn du am Samstag auf mein Horrorvideo klickst, vielleicht einen Daumen nach oben da lässt und einen netten Kommentar schreiben würdest. Auch wenn du keine Horrorspiele magst. Danke für den Support und bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Tschüss.